Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Learn. Wir sind wieder in der Bruchrechnung und wollen uns diesmal anschauen, wie man Brüche subtrahiert. Also das Minusrechnen von Brüchen. Ja, und wie das bei der Bruchrechnung so ganz grundsätzlich erstmal ist, dienen Brüche dazu oder ja die Art und Weise der Darstellung dient dazu, dass man ein Ganzes in mehrere gleich große Stücke packen kann. Das nennt man ja dann Bruch, oder das ist so die Idee der Brüche. Okay, also ausgehend jetzt von einem Ganzen, das blaue Viereck ist jetzt also das Ganze, ne, in der Schule auch, was ich gerne mal, eine Pizza oder einen Kuchen oder irgendwie sowas, hier einfach Viereck, ich bin da nicht so kreativ. Und es lässt sich also in zwei Teile einteilen, zwei gleich große Teile, hier seht ihr es, mit derselben Höhe, dann haben wir je ein halb und ihr seht schon, die Zahl unterhalb des Bruchstrichs, oh, nochmal wieder das Mausrad bewegt. Die Zahl unterhalb des Bruchstrichs sagt an, in wie viele Teile das Ganze zerteilt wurde. Nämlich in zwei Teile, hier in einen Teil. Und die Zahl auf dem Bruchstrich, ne, das nennen wir den Nenner. Und die Zahl auf dem Bruchstrich sagt dann was darüber, wie viel das Teil vom Ganzen, oder wie viel, ja, wie viele Teile das sind. Also ein Teil, das da oben ist das zweite Teil. Und beide zusammen werden dann 2/2. So. Ich kann natürlich das Ganze auch in 3 gleich große Teile packen. Übrigens auch in 4, in 5 und 6 ganz viele. Aber dann, ne, aber um die Grundidee nochmal klar zu machen, wenn ich hier ein Drittel, also ich habe das Ganze in 3 Teile eingeteilt und jedes dieser Teile ist 1. Deswegen steht da oben 1. Und alle zusammen werden dann wieder 1. Okay, also ein Einzel ist sowieso 1. Ne, denn dieser Bruchstrich steht ja nichts anderes jetzt für geteilt. Also ich könnte auch 1 geteilt durch 1 in Taschenrechner eingeben. Dann gibt er mir 2 aus. Okay, jetzt kommen wir zur Subtraktion. Also wenn ich vom Ganzen ausgehe, das Ganze ist ja nichts anderes als 2/2 oder 2/2. Hier bei den guten 1/2 und noch 1/2. Wenn ich von diesen beiden Halben, also 1 abziehe, hier seht ihr das mit Minus, 1/2 abziehe, und ich nehme jetzt mal das obere, das müsst ihr euch jetzt mal wegdenken, Entschuldigung, dann habe ich nur noch 1/2 über. Okay. Und bei den Dritteln ist es genauso. Das Ganze wären jetzt 3 Drittel. Ne? Ihr seht, wenn ich das Ganze habe, genauso hoch bin wie hier, muss ich 3 von den Dingern aufeinander stellen. Wenn ich 1 Drittel davon klaue, zum Beispiel das obere, gilt aber auch für die anderen beiden auch, dann habe ich noch genau 1/2 Drittel über. Also ihr seht, erste Rechenregel, ne? Leicht gesagt, wenn unterm Bruchstrich dieselben Zahlen stehen, also ne, wenn das derselbe Typ ist, also entweder Drittel oder Halbe, dann kann ich offensichtlich einfach die 3, wenn wir die jetzt mal nehmen, 3, 3, dann kann ich hier eine 3 hinschreiben, muss mit der unteren also nichts machen. Und bei oben ist es also quasi genauso wie beim Addieren, nur dass ich jetzt minus 1 machen muss. Also 3 minus 1 ist 2. 2 minus 1 ist 1. Und die 2 bleibt einfach stehen. Das heißt, wenn der Nenner hier unten gleich ist, so hatte ich gar kein Problem mit dem Plus und dem Minus. So, jetzt ist es natürlich meistens nicht so. Was ist also, wenn ich jetzt von einem Halben 1/3 abziehen möchte? Ich habe das mal so ein bisschen versetzt gezeichnet, damit man das sieht. Also ich suche quasi der Rest, der hier unten noch in grün sichtbar ist. Wie viel ist denn das jetzt? Ja, ist irgendwas so da. Weiß jetzt nicht genau, wie man es ausdrücken soll. Ne? Also 1/2 minus 1/3. Die Zahlen hier unten sind also nicht mehr gleich. Jetzt kann ich nicht einfach 1 minus 1 machen. Also wie komme ich jetzt daran? Nun, die Idee ist dieselbe wie beim Addieren. Ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich sowohl den grünen als auch den, also den roten oder orangenen, als auch den grünen in dieselben Stücke einteilen kann, gleichmäßig. Also, ich könnte ja den grünen insgesamt oder den halben davon, ich könnte die auch in Sechstel einteilen, da wäre eine Hälfte davon 3 von diesen Sechsteln. Seht ihr es? Und die obere sind auch 3/6. Wie gesagt, wie ich auf 6 komme, gleich. Und ich kann natürlich auch den roten oder orangenen in Sechstel einteilen. Seht ihr, 6 Stückchen aufeinander. Dann ist 1/3 2 von diesen Sechsteln. Das ist, ich kann den roten und den grünen jeweils in Sechstel eingeteilt. Das ist wichtig, dass dann ne, die Einteilung bei beiden gleich ist. Und wenn ich das weiß, dass es so ist, also 1/2 ist dasselbe wie 3/6 und 1/3
ist dasselbe wie 2 Sechstel. Wenn ich die alle wieder zusammenzählen würde, hätte ich 6 Sechstel. Und hier natürlich auch. Dann kann ich jetzt sagen, aha, ich habe den, kann die 1/2 und die 1/3 kann ich in andere Teile einteilen, die bei beiden identisch sind. Also, ne? Dieses untere Sechstel ist genauso groß wie das untere Sechstel hier. Das ist wichtig, ne? Dass dieselbe Einteilung ist. Und dann kann ich es ersetzen. Also ich kann jetzt sagen, statt des grünen 1/2 nehme ich jetzt eben 3 Sechstel und ziehe davon 2 Sechstel wieder ab. Also 1/3 ist das so wie 2 Sechstel. Und dann kann ich sagen, ah, dann muss ja wohl offensichtlich ein Sechstel überbleiben. Also ne, 3 Sechstel minus 2 Sechstel gleich 1 Sechstel. Ach, kann ich also sagen, dass hier ist ein Sechstel noch, was übrig bleibt. Deswegen müssen die auf dem gleichen Nenner. Also sie brauchen eine gleiche Einteilung im Endeffekt, ne? Damit ich ein Ergebnis hinschreiben kann. Das könnte ich nämlich sonst nicht. Okay, jetzt will man aber nicht die ganze Zeit diese Häufchen hier malen und sie nochmal unterteilen und solche Sachen, sondern das muss ja auch irgendwie mathematisch gehen. Dann spätestens bei 1/1000 wird das eng mit den Vierecken zeichnen. Also gucken wir uns das Ganze natürlich auch mal mathematisch an. Also ich hatte ja 1/2 minus 1/3. Das ist das Bild hier oben. Wenn ich wissen will, welche Einteilung auf jeden Fall geht, also was ist eine Möglichkeit der Einteilung, die sowohl bei dem 1/2 als auch bei dem 1/3 geht, sodass die Teile insgesamt gleich groß sind. Dann brauche ich eigentlich nichts anderes machen als 2 mal 3. Also diese unteren beiden hier. Dann bin ich bei 6. Seht das? 2 mal 3 gleich 6. Das brauche ich allerdings nur, wenn ich das jetzt auch so zeichnerisch darstelle. Rechnerisch muss ich das gar nicht wissen. Denn im Endeffekt muss ich nur Folgendes machen. Ich muss sie auf den gleichen Nenner bringen. Also, wir gehen mal davon aus, ihr wisst jetzt, ne, 2 mal 3 ist 6. Ich muss also aus beiden unterm Bruchstrich Sechstel machen. Dann habe ich ja hier auf der linken Seite eine 2, diese hier. Damit eine 2 zu einer 6 werden kann, naja, muss ich sie mal 3 nehmen. Deswegen steht hier unten erstmal 2 mal 3. Das ist diese 2 auf der linken Seite mal 3, damit ich auf Sechstel komme. Gut. Wenn ich das mache, dann habe ich den Bruch ja verändert. Das heißt, ich muss es oben auch machen. Deswegen steht hier unten die mal 3 dafür, dass ein Sechstel wird und die oben die mal 3, damit der Bruch immer noch stimmt. So, auf der anderen Seite steht eine 3. Das ist diese hier. Wie eine 3 zu 6 wird, klar, man nimmt mal 2. Das ist dieses hier. Und da es auch genauso durch den Bruch nicht verfälsche, muss ich es oben natürlich auch machen. Aber ihr seht schon so ein kleines bisschen. 2 mal 3 gleich 6, das, was ich da unten habe, das muss man so gar nicht wissen. Man kann sich auch, das muss man nicht beachten, wissen kann man es ja trotzdem. Ich habe da nichts jetzt anderes gemacht als die 2 von der linken Seite, die da steht, die habe ich doch mit der 3 von der rechten Seite mal genommen. Und die 3, die da steht, mit der 2 von der linken Seite. Ne? Die ist über Kreuz multipliziert. Wenn ihr das wisst, müsst ihr nicht vorher ausrechnen, ob es 6 ist oder nicht. Denn es kommt dann auf jeden Fall auch immer 6 dabei raus. Okay, fangen wir erstmal an. Unterm Bruchstrich haben wir jetzt dafür gesorgt, dass da 6 stehen. Nämlich 2 mal 3 ist 6 und 3 mal 2 ist eben auch 6. Und auf dem Bruchstrich steht noch einmal die 3 und einmal die 2. Wenn ich die jetzt noch ausrechne, ne, einmal 3 ist 3, einmal 2 ist 2, dann kann ich, ihr seht, ich habe jetzt hier eine 6, hier eine 6 und das war am Anfang ja so, wenn die Zahlen gleich sind, kann ich jetzt einfach voneinander abziehen. Es bleiben da also Sechstel über und ich mache 3 minus 2. Zack. Und dann bin ich da. Also ihr seht, ne, damit ich ein Ergebnis hinschreiben kann, damit ich es also ausrechnen kann, muss ich es eben auf eine, in so eine gleiche Einteilung oder wie man sich das auch mal nennen möchte, einen gemeinsamen gleichen Nenner irgendwie finden. Das ist nichts anderes als eine gleiche Einteilung. Ich teile 1/2 und 1/3 in gleich große Teile ein. Nicht in dieselbe Anzahl an Teilen, aber die Teile müssen gleich groß sein. Okay, das soll es bis hierhin auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein.